dann sag. Lichtschwert. Glaubst du wirklich? Ja, okay. Lass ich mir jetzt mal was anderes einfallen. Silent Bob. Hi. Was zum Geier soll das denn heißen? Hallo? Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Hey, was ist denn dein Problem, Alter? Ich hab doch nur Hi gesagt. Oh, mein Fehler. Manchmal kriege ich mich nicht ein. Ich bin Jay und das ist mein Hetero-Lebenspartner Silent Bob. Nette Verkleidung. Habt euch richtig in die Charaktere versetzt, was? Verkleidung? Wovon zur Hölle redest du? Egal. Also, wieso seid ihr gar nicht auf der Sci-Fi-Convention? Das war eigentlich der Plan, Mann, dass wir auf diese scheiß verfickte Nerd-Convention gehen. Aber dann ist uns aufgefallen, dass das ja voll die scheiß Schwanzparade sein muss. Und wir stehen auf Muschis. Ich meine, Weiber. Verstehe. Na dann, ich will auch gar nicht eure Zeit mit meinem Scheiß verschwenden. Sehen uns. Klar, Alter, sehen uns, Mann. Snoogens. Was? Was? Hab nichts gesagt, Mann. Okay. Ich bleib lieber auf einer Lust, dem Kerl zu begegnen, wenn er seinen Schwanz zwischen die Beine geklemmt hat. Und ich fürchte, darauf würde es hinauslaufen. Stopp mal, Freundchen. Herrgott, was habe ich jetzt gemacht? Genau das will ich rausfinden. Sind Sie Mr. Hicks? Mr. Hicks war mein Vater. Sie können mich Randall oder Mr. Fantastic nennen. Ach, wissen Sie was? Ich will, dass Sie mich Mr. Fantastic nennen. Ganz vorsichtig. Ich will gleich zur Sache kommen. Ihr Freund Matthew Griffin wurde in seinem Apartment ermordet. Ermordet? Ja. Sind Sie sicher, dass es kein Selbstmord war? Sie scheinen ja gut Bescheid zu wissen. Oh nein, es ist nur, er sagte, er würde sich umbringen, wenn das Remake von Wii die Besucher gestrichen wird. Und das wurde es und ich habe diese Tatsache vor ihm geheim gehalten. Aber möglicherweise hat er es herausgefunden. Als die zweite Staffel anlief, wusste ich, dass seine Tage gezählt sind. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Du kommst jetzt mit mir. Tut mir leid, aber ich habe echt zu tun. Das war keine Bitte. Ich sagte, du kommst mit mir. Okay, ist ja gut, aber fangen Sie nicht an, mich Susan zu nennen. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Warte, ihr Kleiner. Sie sind der Boss. Randall? Oh mein Gott, Randall! Oh, er fängt das schon wieder an. Ich weiß, es war in den Nachrichten. Ich kann das alles nicht glauben. Tut mir leid, Sally. Wie konnten wir das nur nicht kommen sehen? Ich hätte nie gedacht, dass er es durchzieht. Ich dachte immer, er labert nur rum. Tja, dieses Mal ist es ernst geworden, Randall. Vielleicht wusste er nicht, was er tat. Nein, nein, nein. Er wusste es ganz genau. Bist du sicher? Natürlich, weißt du. Er hat seit Monaten von nichts anderem geredet. Gott, ich vermisse ihn so sehr. Ich würde alles tun, um ihn zurückzubekommen. Warum passiert mir sowas? Eigentlich überrascht mich das nicht. Meinst du, sie können irgendwas tun, um ihn zurückzuholen oder so? Ich meine, er ist doch nur eingefroren. Sally, das hier ist das echte Leben. Wenn Leute eingefroren werden, sterben sie. Ich wünschte, das hier wäre Futurama, aber das ist es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich tun würde. Ich kann einfach nicht ohne ihn leben. Wenn es doch nur weggäbe, das rückgängig zu machen. Ich schwöre, ich würde ihn nie wieder anschreien, nur weil er trinkt oder wegen seiner Science-Fiction-Sucht. Ich wünschte, es gäbe etwas, das ich tun kann. Rückgängig? Sally, es gibt keinen Weg, das rückgängig zu machen. Also außer du findest einen Typen, der die Zeit zurückdrehen kann. Aber ansonsten musst du akzeptieren, dass Matt nicht mehr bei uns ist. Du, komm her, jetzt! Die Pflicht ruft. Frag sie auch gleich, ob sie jemanden bei der CIA kennen, der die Zeit zurückdrehen kann oder sowas. Es muss doch da jemanden geben, der sich mit Zeitreisen auskennt, oder? Sag ihn, Geld spielt keine Rolle. Ich kann seine Magic-Karten verkaufen. Bitte frag sie. Okay, mach ich. Der Penner.
Oh mein Gott. Okay. Was wollen Sie von mir? Das mit deinem Freund scheint dich ja nicht so zu kümmern. Man gewöhnt sich an solche Sachen. Du bist es also gewohnt, Leichen zu sehen? Und es interessiert dich nicht mal, dass diese hier von deinem Freund ist? Wissen Sie, ich habe seine Leiche schon so oft gesehen. Du genießt das, oder? Ach, kommen Sie schon. Sehen Sie sich nur mal sein Gesicht an. Ist doch ziemlich lustig, oder? Oh, bitte. Ich werde beweisen, dass du ihn umgelegt hast. Und wenn es soweit ist, werde ich dafür sorgen, dass du den Rest deines Lebens hinter Gittern verbringst. Das haben schon ganz andere versucht und sie alle haben versagt. Fassen Sie mich nie wieder an. Ich habe die Schnauze voll davon, jeden Tag dasselbe durchzumachen. Ich habe nichts getan. Kapiert? Jeden Tag? Sergeant, unsere Tests zeigen, dass die Temperatur des Eises bei 43 Grad unter Null liegt. Celsius oder Fahrenheit? Kelvin. Das ist nicht möglich, Ned. Es geht nicht tiefer als bis zum absoluten Nullpunkt. Tja, jetzt schon. Der Frostomatic 9000 ist der Hammer. Hey, Erddeppen. Könnt ihr vielleicht mal die Fresse halten? Ich versuche hier einen Verdächtigen zu verhören. Oh, jetzt geht das wieder mit dem Verdächtigen los. Warum glaubst du, dass es Selbstmord war? Hören Sie, Matt war seit Jahren total besessen von der Idee, sich einzufrieren. Er sagte, er wolle eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Ist etwas kompliziert. Armer Bastard. Und was hast du in der Gegend gemacht? Solltest du nicht auf der Arbeit sein? Eigentlich war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich Ihnen über den Weg gelaufen bin. Tatsächlich? Amazon Express ist ziemlich weit von hier. Ich weiß, aber ich musste diese... Sekunde mal. Woher wissen Sie, wo ich arbeite? Es ist mein Job, Dinge zu wissen, Kleiner. Aber hier geht's auch nicht um mich, sondern um dich und was du weißt. Also komm schon, fang an zu reden. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich bin Kurier und ich liefere Sachen aus. Manchmal hier, manchmal dort. Immer auf Achse, Sie wissen ja. Immer auf Achse, hm? Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Gab es zwischen dir und Mr. Griffin Probleme? Eigentlich nicht. Warum? Ich stell hier die Fragen. Warum hast du ihn in den Kühlschrank gesperrt? Hab ich nicht. Also hast du jemand anderes für die Drecksarbeit angeheuert, hä? Hm. Verstehe. Genau. Und jetzt mal im Ernst. Sehe ich so aus, als könnte ich mir einen Auftragskiller leisten? Ich sag dir mal lieber nicht, wie genau du aussiehst, Kleiner. Weißt du, warum du hier bist? Heute? Keine Ahnung. Warst du gestern etwa auch hier? Tja, also das ist eine lange Geschichte. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie mir die abkaufen. Ich habe reichlich Zeit. Erzähl mir alles, Kleiner. Okay, also... 15 Minuten später. 15 Minuten. Und deswegen muss ich Doc retten, bevor ich den DeLorean an eine Dampflok ankoppel, um in das Jahr 1985 zurückzukehren. Nein. Moment, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Genug, ich will kein Wort mehr hören. Sergeant, wir sind hier fertig. Und? Tja, so seltsam es klingt, es war Selbstmord. So begeht doch niemand Selbstmord. Wer wäre so dämlich? Matt! Matt ist so dämlich. Haben Sie Matt jemals getroffen? Schnauze! Mit dir bin ich noch nicht fertig. Und ihr? Was macht euch so sicher, dass er das selbst getan hat? Da ist ein Abschiedsbrief am Kühlschrank. Da steht was von einer Zukunft, die von Maschinen beherrscht wird. Handschrift habt ihr geprüft? Ja, wir haben sie mit den Drohbriefen verglichen, die er an die Ärzte ohne Grenzen geschrieben hat. Passt. Warum sollte jemand die Ärzte ohne Grenzen bedrohen? Naja, Matt dachte, sie hätten seinen Hund entführt. Weiß auch nicht mehr warum. Dann habe ich rausgefunden, dass Matt nie einen Hund hatte. Seine Freundin hat ebenfalls bestätigt, dass er schon oft darüber gesprochen hat, sich kryogenisch einfrieren zu lassen. Na, vielleicht ist die Welt ohne ihn besser dran. Okay, wenn wir dann durch sind, verschwinde ich mal. Ich habe noch zu tun. Hey, nicht so schnell. Der Einzige, der hier abhaut, bin ich. Ich muss ein paar Fakten überprüfen. Werd mal ein paar Informationen einholen. Oh, kommen Sie schon. Sally ist auch schon weg. Das Mädchen war völlig durch den Wind. Sie musste mal nach Hause und etwas runterkommen. Ja, also ich könnte auch etwas Ruhe brauchen. Mir gehen langsam die Kopfwitze aus. Großartig. Vielleicht kommt dann mal was Zusammenhängendes aus deinem Mund. Erwarten Sie nicht zu viel. Du dreckige Made. Du gehst nirgends hin, bevor ich nicht ein paar Anrufe gemacht habe. Oh, kommen Sie schon, ich muss noch... Du musst gar nicht. Der Verdächtige verlässt diesen Raum unter keinen Umständen. Ja, Sergeant. Ja, Sergeant. Sie können mich hier nicht festhalten. Ich bin mir fast sicher, dass ich nichts getan habe. Vielleicht. Aber ich hab dir ja gesagt,
Dein Gesicht passt mir nicht. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Naja, wenigstens hat er mich dieses Mal nicht Susan genannt. Kann ich nicht mal kurz nach Hause? Ich glaube, der Ofen ist noch an. Glaube nicht, dass das unser Problem ist. Echt jetzt? Was, wenn mein Mitbewohner drauf geht? Solltet ihr nicht sowas wie Polizisten sein? Nö, wir sind nur Tatortermittler. Wir analysieren Blutproben, machen Fotos, suchen nach Fingerabdrücken. Verdammt richtig. Und weißt du, wenn's bei dir brennt, dann ist es eigentlich nur gut für uns. Wir lieben unseren Job. Und da sagen die Leute, ich sei seltsam. Ist was dran falsch, seinen Job zu mögen? Nur weil wir immer an Tatorten sind, umgeben von Leichen und Blut, heißt das noch lange nicht, dass wir die Bösen sind. Genau. Wir sind eben gern in der Gesellschaft von Toten. Na und? Alter, was zur Hölle? Was? Ich stimme dir doch nur zu, Mann. Wo ist da das Problem? Das Problem ist, dass wir wegen dir wie Psychos klingen. Ach, komm schon. Ich meine ja nur. Ja, aber wegen solcher Kommentare nennen uns die Leute Laborfreaks. So nennen die uns? Wenn Blutproben und sowas zu nehmen euer Job ist, dann seid ihr ja nicht wie normale Polizisten, oder? Was wäre euer Problem damit, wenn ich einfach gehe? Ihr braucht mich doch überhaupt nicht. Also außer ihr wollt nach Fingerabdrücken auf meinem Arsch suchen oder sowas. Spar dir das, Klugscheißer. So läuft das nicht. Wenn Sergeant Kramer uns einen Befehl gibt, befolgen wir den. Mit dem Bastard wollen wir uns nicht anlegen. Warum nehmt ihr von dem Arsch überhaupt Befehle an? Das ist ein verdammter Tyrann. Seine Kombinationsgabe ist aber schon verdammt gut, oder? Kleiner, wir mögen ihn genauso wenig wie du. Aber du musst ihn auch nicht jeden Tag sehen. Dann lehnt euch halt auf. Auflehnen? Hey, ist schon klar, dass du hier einfach nur raus willst. Aber glaubst du echt, wir sind so dämlich? Sieht nicht so aus. Hey. Ich hab da eine Menge Eis draußen im Flur. Wollt ihr eins? Glaub, Gefrorenes hatten wir heute genug. Oh ja. Sicher? Ich hab Traube, Mango, Zitrone, ihr wisst schon, Premium-Sorten. Traube? Nett, nicht. Lass dich nicht von ihm einwickeln. Merkst du nicht, dass das nur ein Trick ist? Du bist hier also die Stimme der Vernunft, ja? Tja, du etwa? Scheint ganz so, ja. Was haltet ihr von seinem Abschiedsbrief? Mir tut das arme Mädchen leid. Wenn er sie so sehr liebte, warum macht er dann sowas? Ah, wer weiß. Liebe ist ein Mysterium. Wir werden es wohl nie erfahren. Vielleicht hat er den Ring verloren. Den Ring? Den Ring? Ja, seinen Verlobungsring. Hatte sie nicht gesagt, dass die beiden sich gerade erst verlobt hatten? Tja, und sie hat keinen Ring getragen. Sehr scharf beobachtet, Ted. Kommt schon, Leute. Ein Ring? Bullshit, wer würde denn wegen sowas Blödem Selbstmord begehen? Passiert ständig. Letzte Woche hat sich erst einer umgebracht, weil er seine Tacos, die er gerade erst geholt hatte, im Taxi vergessen hat. Die Leute tun sich das aus den verrücktesten Gründen an. Naja, ich glaube nicht, dass das hier der Fall war. Tja, also, das ist Sergeant Kramers Entscheidung. Ich könnte ihm das direkt persönlich sagen, wenn ihr wollt. Netter Versuch. Aber wir warten einfach hier auf ihn. Nicht weglaufen, ich bin gleich wieder da. Ich will den Abschiedsbrief jetzt lesen. Ich krieg sie nicht auf. Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Der Blendomatic 9000. Da soll noch was von... Die muss ich nicht nehmen. Das ist Matts Kaffeetasse. Da ist noch Alp. Ein paar Biere. Ich habe endlich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte allen danken, die mir geholfen haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Nun kann ich sie endlich sehen. Die Zukunft beherrscht von Maschinen. Danke, Mutter, für den neuen Kühlschrank. Seine Gefrierkapazitäten sind unglaublich. Es tut mir sehr leid, Sally. Du hast diese Art Unglück nicht verdient. Ich hätte dir so gerne alles gegeben, aber ich habe den Willen zu leben verloren. Ich glaube, ich kaufe mir morgen einen Eistee. Zumindest solange der Planet nicht von Maschinen beherrscht wird. Zitrone. Wie der gute alte Jules Winfield schon sagte, die Waffe in der Hand. Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit, des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rachetaten an denen vollführen,
die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Ezekiel 25,17. Okay. So, wer will ein kühles Blondes? Bist ein Lebensretter, Kleiner. Ja, das höre ich öfter. Obwohl die meisten Leute denken, ich sei einfach nur sarkastisch. Hey, mach sie wenigstens für uns auf. Das sind keine Schraubverschlüsse. Wir sind doch keine Superhelden. Ah, die Superhelden sieht ihr echt nicht aus. Aber Matt genauso wenig. Und ich habe gesehen, wie er Flaschen mit seinem Ohr aufgemacht hat. Außerdem, der Gedanke zählt, oder? Nein, Kleiner. Alkohol ist, was zählt. Und der ist noch nicht in meiner Leber angekommen. Okay, okay. Lieber nicht. Lieber nicht. Ich glaube. Lieber nicht. Gibt es hier denn nicht? Geht nicht. Gibt es hier überhaupt nichts, mit dem ich das aufmachen kann? Hey, wo ist... Wir können dich nicht raus... Oh. Okay. Hä, was soll das werden? Beklaust du gerade deinen toten Freund? Ich hab nur ein bisschen sauber ge... Lass einfach alles, wie es ist. Ist ja gut. Hä, was soll... Ich hab... Lass einfach... Ist ja gut. Ja, der Sofa in die Tasche steckt. Dieses Sofa hat schon viel erlebt. Aber kümmern wir uns um Zukünftiges. Nicht im Vergangenes. Okay. Hä, was soll... Ich hab nur ein bisschen... Lass einfach alles... Ist ja gut. Habe ich irgendwas im Inventar? Oh. Dieser Dietrich konnte zwar Hells ausgeklügeltes Sicherheitsschloss überlisten, aber ich fürchte, dass... Der hat auch schon mal bessere... Die Fernbedienung. Nee. Das muss... Lieber nicht. Der letzte Rest... Nur Bares ist Wahres. Lieber nicht. Aber das war's dann auch damit. Es gibt kein... Vergiss es. Echt jetzt? Lieber nicht. Erst gefroren? Du hast es also endlich geschafft. Verdammter Irrer. Ich vermisse dich jetzt schon, Kumpel. Lieber nicht. Lieber. Lieber nicht. Ein paar Biere. Lieber. Lieber nicht. Lieber nicht. Ja, was? Lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Ich würde ja gerne, dass sie irgendwo aufmachen, aber ich... Lieber nicht. Lieber nicht. Hä, was soll das? Ich hab... Ist ja gut. Oh, Mann. Ich hab nichts im
oder? Es wird nicht klar. Lieber. Ich geh doch mal alles. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Eine einwandfreie Erstausgabe. So wie die von meinem Boss, die ich mal. Oh, mein Dietrich ist totaler Meimer. Den kann ich nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Steh. Lieber nicht. 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 Oh, ich habe eine Nachricht von YouTube. Wow. Apecram hat ein Video hochgeladen und das interessiert mich jetzt so sehr, dass ich es mir jetzt nicht anschaue. Der ist leider völlig unbrauchbar. Der hilft mir nicht. Der ist leider Vergiss. Also, ganz ehrlich. Ich. Speichere jetzt erstmal. Und dann, ja. Denke mal, ich würde es eh beenden, weil wir haben jetzt 16.08 Uhr und ich wollte eigentlich bis um 16 Uhr aufnehmen. Und ja, wir haben auf jeden Fall ein gutes Stück geschafft. Ich komme jetzt wirklich nicht mehr weiter. Aber, naja. Dann würde ich mal sagen, bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich Sun Bros, praise the Sun, yo, und bis zum nächsten Mal.